Ist der Abo-Button gedrückt, machst du das Gnu verrückt. Ich weiß, der war schlecht, aber drück den Button. Danke. Willkommen zu einem neuen Video und heute wird's lecker, denn wir werden heute alles eliminieren, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Aber mehr werdet ihr gleich sehen. Ist ein mega cooles Game und wir werden jetzt reingrinden. Ich freue mich mega und wir haben heute die tolle Füllung von Fressen und Gefressen werden. Übrigens, Dankeschön, dass ihr die Croissants so weggeshoppt habt. Die sind jetzt in meinem Shop, die waren sofort ausverkauft innerhalb von 2 Stunden. Ihr könnt sie aber jetzt nachbestellen. Außerdem, Leute, schaut auf meinen 2. Kanal vorbei, Verspieltes Gnu. Da spielen wir alles an Games, was ihr euch sonst noch so wünscht. Sei es Yandere, Poppy Playtime, Animal Crossing, Story Games bis zum Abwinken. Deswegen rüber, abonniert und lasst Liebe da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt gehen wir rein ins Game. Aber davor noch ein Kommentar von der lieben Angie2206. Wollte nur sagen, dass ich dich seit dem Pacify-Video kenne und du mir seitdem den Tag immer verschönerst. Entschuldigung, ich muss mir diesen Kommentar raussuchen. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber es sind so viele süße Kommentare. Deswegen musste ich mich jetzt einfach mal ein bisschen selber loben. Danke, Angie, und danke an alle, die diese süßen Kommentare schreiben. Es bedeutet mir wirklich sehr viel, meine Videos euch aufmuntern. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Okay, weiter geht's. Wir fangen an. Ich bin gespannt. Los geht's. Play. Wir spielen also die Katze. Es gibt noch ganz viele weitere Tiere. Deswegen, Leute, wenn euch das Game gefällt, smash den Like-Button. Dann gibt's noch mehr davon. Würde mich sehr freuen. Wir fangen mit der Kitty Cat an. Oh, es ist hier so dreckig drin. Nicht mehr lange. Eine kleine Katze? Nein, es ist ein Prototyp. Ich bin ein Roboter, der aufräumt von seinem Cousin. Ja, ready to receive eating instructions. Ich bin bereit, alles zu fressen, was geht. Los, ess alles. Okay, okay, ich kann... oh Gott, Hilfe. Okay, also ich muss jetzt erstmal diese Partikel essen. Ich denke, für alles andere... Schaut euch mal meinen süßen, kleinen, dicken Körper an. Ich bin ja voll süß. Süß. Ich glaube, die Schaben... ich kann auch schon die Schaben essen. Oh. Oh, let's go. Ich kann die Schaben essen. Die Maus? Nope. Nee, die Maus kann ich noch nicht essen. Okay, also ich muss mich hocharbeiten. Und wahrscheinlich bin ich dann so eine Fressmaschine, die nicht mehr aufzuhalten ist. Fühle ich sehr, Leute. Jeder kennt es. Man macht eine Diät, sagt, ich esse nur eine Pommes und auf einmal geht es richtig ab und man escalated. Kann die Maus jetzt schon essen? Geil! Boah, ich werde richtig groß. Ich liebe diese Spiele, wo du dich irgendwie so fett frisst und du bist auch immer groß. Oh, jetzt eskaliere ich ja richtig. Holy shit. Okay, Messer kann ich noch nicht. Croissant kann ich auch nicht. Okay, egal. Ich fresse die einfach alle auf. Geil, geil, geil. Her damit. Komm her. Okay, jetzt kann ich... Oh, ich kann jetzt auch die Messer essen und die Croissants. Ich kann jetzt alles essen. Messer, Croissants und alles. Yes. Es geht ja richtig ab hier. Komm her. Boah. Boah, die Flasche. Oh mein Gott. Ich bin außer Kontrolle. Okay, kein Problem. Oh mein Gott, was passiert hier? Ich werde immer schneller. Ach du Scheiße. Okay, ich kann wirklich alles essen. Oh, oh, oh. Okay, die Menschen machen mir nichts, aber ich glaube, oh, oh, ich glaube, die Menschen, die sind... Oh, oh, ich kann jetzt die Menschen essen. Leute, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem ich Menschen essen kann. Und guckt mal, wie die Katze glotzt. Das ist genauso wie mein Beagle, der mich beobachtet, wenn ich aus der Küche gehe, um zuzuschlagen. Wir werden jetzt das erste Menschenfleisch verzehren. Let's go. Nummer 1. Oh mein Gott, ich fresse einfach die Menschen. 2. Oh mein Gott, 3. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ich esse ja wirklich alles. Ach du Kacke. Okay, ich bin richtig außer Kontrolle. Okay, ich esse halt wirklich auch die Tische jetzt, ne? Und die Stühle. Okay, ist gar kein Problem für mich. Ich fange... Oh mein Gott! Ich wollte gerade sagen, ich fange langsam an, aber ich fresse halt einfach alles. Ich passe nicht mehr. Ich werde auch langsamer. Ich mach's mal ein bisschen schneller wieder so. So, let's go. Ja, damit! Oh, nom, 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 nom. Oh, geil. Wo jetzt? Level complete. Geil. Mehr. Okay, jetzt sind wir draußen. Was esse ich denn da? Hunde? Ich fresse jetzt erstmal alle Hunde. Wir brauchen keine Hunde in der Stadt. Es wird eine Katzenstadt. Oh, jetzt kann ich die Menschen fressen. Geil. Jetzt escalate ich wieder. Ja, komm her, du Schwein. Yes, Mann. Escalated. Alles wegsnacken, was geht. Her damit. Es muss doch irgendjemand merken, dass hier gerade Tausende von Menschen gegessen werden und sterben, oder? Interessiert es gerade niemanden. Yes, komm her. Boah, jetzt kann ich sogar die Bäume aufessen. Ach du Scheiße. Ja, geil. Ey, das macht so Spaß. Lass bitte ganz viel Daumen nach oben da, damit ich einen zweiten Teil bringe. Okay, wir sind also wieder in der Küche, aber ich bin jetzt wieder ein bisschen kleiner. Ach so, jetzt werden die auch noch anstrengender hier. Hey, mir kann trotzdem keiner was. Ist mir egal. So, jetzt kann ich, glaube ich, gleich die Menschen auch auffressen wieder. Dann tun wir den Laden leerräumen hier. Jetzt, let's go. Ich fresse euch alle auf. Ja. 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 Boah, ich bin so eklig, ne? Braucht kein Mensch, braucht kein Mensch. Oh, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ja, was ist eigentlich für eine große, trostlose Scheiß-Restaurant? Das ist ja wirklich fürchterlich. Oh, ich snack die alle weg. Kein Problem. Yes! Wow! Hey, es ist so gruselig. Aber vorher kommt so eine Riesenkatze. Du bist so im Restaurant
Und vor allem, wie sie schaut, ne? Also dieser Blick, der ist so eklig. Dieser Blick ist so gruselig. Schau mal, so dann beobachte ich das, wo der lang geht. Oh mein Gott, ich kann ja wirklich alles aufsnacken. Ach du Scheiße, bin ich mittlerweile groß. Oh mein Gott, das ist so gruselig. Geil, Herr mit dem Stove, ja. Es gerne Herde auf. Geil. Oh, das macht so Spaß. Mehr! Okay, ich bin schon so groß, dass ich direkt schon die Menschen wegsnacken kann. Das ist sehr gut. Ah, nochmal alle wegsnacken. Ach du Scheiße. Es wird immer schlimmer. Hey, dieses Spiel macht süchtig! Okay, kein Problem. Ich habe gleich die Autos. Ich kann gleich die Autos snacken. Ich weiß es. Und ich werde sie genießen. Lecker. Was machen wir, wenn uns das Menschenfleisch ausgeht? Gerade ein echtes Problem, welches ich hier besitze. Oh, ich kann jetzt die Autos essen. Geil! Ja! Ja, ja, ja! Eigentlich zeigt die Katze genau das, wie der Mensch ist. Der unendliche Konsum. Wenn man von Konsum nicht genug bekommt. Ja! Oh, die Bäume, ja! Gib mir die Bäume! Oh mein Gott, es wird immer größer und es hört nicht auf. Ich kann immer mehr fressen. Ach du Scheiße. Das ist so gruselig. Das ist eigentlich echt wie so ein Virus, der nicht mehr aufzuhalten ist. Hahaha. Kann da, ja. Oh mein Gott, die ganzen Gebäude. Ach du Scheiße. Ah! Geil. So, die Menschen, ach, die rennen jetzt schon, oder? Ja, jetzt rennen sie. Jetzt rennen sie. Jetzt haben sie gecheckt, dass hier was abgeht. Jetzt haben sie Panik. Panik ist da. Sehr schön. Her damit. Oh, geil. Tourists. Das sind alles Touristen, die ich hier aufesse. Die nerven mich. Oh, scheiße. Ich muss aufpassen. Ah, nein. Ich muss aufpassen. Alles wird gut. Wann kann ich endlich... Scheiße. Ah, jetzt. Geil, jetzt kann ich die Autos essen. Easy. Und die Bäume. Jetzt geht's ab. Jetzt kann ich wieder alles fressen. Jetzt gibt's keinen Kommen mehr für niemanden. Boah, ich bin einfach so ein Monster. Das Spiel macht so Spaß. Warum macht das denn so Spaß? Yes, Mann. Level 7. Croissants sind unsere Freunde, Leute. Das ist Croissant-Level. Das ist GNU-Level. Du Arsch. Die Arme, die Katze schreit. Hau ab. Ich will endlich diese dummen Baguettes essen. Gib mir die Baguette. Yes, jetzt. Okay, jetzt reicht's mir. Wie viel Baguette muss ich noch essen, um die Menschen fressen zu dürfen, verdammt. Jetzt. Ja, ihr Schweine. Da. Yes. Oh, shit. Oh, shit. Die Polizei. Oh, mein Gott. Okay, jetzt haben sie es doch geschnallt. Ne? Jetzt hat endlich mal jemand... Jetzt machen die erst was. Hey, wie viele Menschen habe ich jetzt ermordet? Bis die das schnallen. Und das war's auch schon, ne? Mehr machen sie nicht. Das war GTA 5 Sterne. Fertig. Mehr kommt nicht. Okay, du soll mir recht sein. Ich fresse die hier alle mal in Ruhe auf. So, die Leute rennen auch nicht mehr. Die haben sich schon mit ihrem... Oh, scheiße, nein. Ist mir egal. Ich freue... Nein! Die Polizei! Polizia! Egal, ich werde immer größer. Ich kann die gleich auffressen, wenn die so weitermachen, ne? Ich sag euch eins. Ich bin gleich groß genug und dann räche ich mich. Okay. Oh, jetzt. Jetzt greifen sie mich nicht mehr an. So, wo ist der Nächste, den ich frechen kann? Da. Ja. Ja. There's an outbreak of zombies. Eat the zombies to save the city. Jetzt soll ich die Zombies essen, um die City zu retten? Warum? Oh, da ist ein Zombie. Ups, das wollte ich nicht. Ist aber auch kein Juckt. Ups, ich esse einfach alles, ne? Es tut mir so leid. Ich esse jetzt die Zombies auf. Ich glaube, dafür werden natürlich die Katzen schon ganz gut, ne? Wenn irgendwie sowas ausbrechen würde, dann frisst du einfach die Zombies. So, jetzt haben wir es gleich. Die Pest ist gleich vorbei, Leute. Oh, ups. Haut ab. Oh nein, so viele Menschen. Komm. Yes. Okay, wir fangen jetzt, glaube ich, ganz das letzte Level, Leute. So, wir essen jetzt gleich wieder Mäuse. Ich glaube, dass wir jetzt tatsächlich im finalen Level wirklich von ganz klein auf, wo wir Bazillen und Bakterien wegessen, bis ganz nach oben uns fressen. Oh, jetzt kann ich die Mäuse essen. Geil. So cool gemacht, wie es dann auch rauszoomt, wenn du mehr fressen kannst. Ja, jetzt, weil du nicht mehr so in deiner eigenen Zone bist. Die Katze ist es so wie die Leute, die immer sagen, wenn du dir was zu essen bestellst, nee, ich bestell mir nichts zu essen. Und dann sehen sie euer Essen und dann, no! Jetzt eskaliert dann immer so schnell. Dann kannst du auf einmal alles fressen und drehst dann einfach komplett durch. Und die Menschen juckt es gar nicht. Vor allem, wie viel hier einfach auf dem Boden liegt. Das sind alles Dinge, die könnte man ja eigentlich selber mal aufräumen und verhindern. So ein Croissant, wie schmeißen die hier einfach mit Croissants rum und Baguettes? Ja, jetzt kann ich den Kellner schon essen. Und es juckt halt wieder auch einfach keinen, ne? Dass ich die einfach fresse. Ach ja, wir fangen ganz klein an, Leute. Von ganz unten nach ganz oben gefressen.
So gefällt mir das doch. Jetzt kann ich hier jetzt noch. Oh, jetzt kann ich. Oh, okay. Und dann geht's nach draußen. Oh, hallo. Ja, komm her, meine Liebe. Oh, jetzt können wir schon Tische essen. Na, oh, das macht so Spaß. Es darf mir eigentlich gar nicht so Spaß machen. Es macht einfach so Bock, Mann. Ja! Wo hat's hier noch Essen, Mann? Ich will noch Escaladen. Oh, jetzt kann ich die Autos essen. Geil. So. Jetzt gucken wir mal, was für die Umwelt machen, Leute, gell? So geht es nämlich nicht. Oh, jetzt kann ich echt alles essen. Ja, jetzt geht's ab. Jetzt eskalieren wir. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Aber die Autos, wie klein die jetzt schon sind. Okay, wir essen alle Bäume weg. Lass mal Döner essen gehen. Nee, Mann, holt Gebäude. Oh, jetzt. Okay, jetzt eskalieren wir halt komplett. So, ich mach die ganze Stadt leer. Ach, du Scheiße. Oh, mein Gott. Holy shit. Ich fress die komplette Stadt. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott, jetzt kann man mich nicht mehr aufhalten. Okay, Leute, ich glaube, das war's wirklich okay, das war's mit der Welt. Wie viel City Block soll ich noch aufessen? Okay, jetzt geht's auf nach Sturge. Als nächstes fressen wir die Schwaben. Neighborhood, City, Neighborhood, City, City, Neighborhood, City Block. Er ist jetzt ganze Nachbarschaften auf. Okay, holy shit. Ah, Cat World complete. Ach du Scheiße. Wenn ihr mehr sehen wollt und das Ganze jetzt mit einem Oktopus und ihr seht doch, da gibt es dann neue Dinge, die man essen kann, neue Welten und Co. Lasst ganz viel Daumen nach oben da. Es wird auch von Level zu Level schwieriger. Deswegen lasst ganz viel Daumen nach oben da. Ich will noch eine Folge bringen und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr dieses Game kennt. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Vielen Dank und jetzt raus!